damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomehobbits und Eltern zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee. Ui, was sehe ich denn da? Eine ganz neue Persönlichkeit, ein ganz neuer Charakter, ein ganz neuer Look, um genauer zu sein. Ja, ich habe mal offscreen, wie schon im letzten Part, am Ende des letzten Parts versprochen, mein Look für die letzte Insel geändert und ja, so sieht's aus. Neue Frisur, neue Haarfarbe, neue Klamotten, alles neu. Alles glänzt so schön neu. Ja, und als völlig neuer Mensch sprechen wir jetzt auf in die nächste Story-Sache. Weiter geht's Richtung, wie hieß die Insel nochmal? Kokowaiailand. Kann losgehen. Und habt ihr etwa herausgefunden? Ja. Und Habu ist die neue Inselkönigin. Die kleine Habu. Die. Bisher hat sich Yasu immer um unsere große Prüfung gekümmert. Aber jetzt haben wir also eine Inselkönigin. Das freut mich zu hören. Ja, sie wird sich für ihren verstorbenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss ja auch mein Bestes für Mutter und Väterchen geben. Oh, und wir kennen nun auch unser nächstes Ziel. Kokowaiailand. Kokowaiailand. Ach, wo sich die Flöte befindet. Nun, in dem Fall sollten wir dir überhaupt einen Besuch abstatten. Hat mich jemand gerufen? Das war doch das Oberhaupt. Mhm. Huch! Das Oberhaupt des Seevolks meldet sich zur Stelle. Praktischerweise habe ich bereits alles mitgehört. Bin voll im Bilde. Dann bringe ich euch gleich mal nach Kokowaiailand. Vielen Dank. Einen Moment noch, junge Dame. Kokowaiailand ist nicht ganz ungefährlich, wenn man kein Trainer ist. Ich denke, Zwergenfee sollte besser allein gehen. Da hat sie nicht Unrecht. Die Pokémon dort sind nicht zu unterschätzen. Trainer wissen, wie mit ihnen umzugehen ist. Aber du bleibst am besten hier und überlässt die Aufgaben mit deiner Weggefährten. Aber... Ich hocke da schon, komm mit. Gut, ich verlasse mich auf dich und dein Team und warte derweil hier. Achso, ich wollte die mitnehmen. Achtung, Schande. Ach nö. Und ich male Lilis Porträt, während du dich auf Kokowaiailand abkämpfst. Schade, ich wollte sie so gern mitnehmen. Die falsche Option gewählt. Schade, schade. Geht's halt alleine los. Einzelgänger Zwergenfee auf Kokowaiailand. Und da ist das kleine Island. Holen wir uns den Mondflöter ganz allein. Da ist es das Podium, auf dem die Flöte liegt. Also. Schnappen wir es uns dann bald zurück zu Lilly und zum Volk des Seevolks. Eine Doppelung. Kokowaiailand. So, da wären wir endlich Kokowaiailand. An diesem Ort wurden früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Na nun, die Kokowai wirken etwas unruhig. Aber hier geht's ja immer bunt zu. Wird schon in Ordnung sein. Naja, viel Glück euch beiden. Joa. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh, Kokowai. Da haben wir ein riesiges Kokowai.
Das ist das Palmfrucht-Pokémon Kokowai. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Sir! Er hat es gerade Sir gesagt. Wenn dann aber bitte Man. Ich bin hier eine weibliche Charakter. Los, Dragon! Ah, Dragon ist im Kampf. Aber wir fliegen trotzdem. Nein, lass mal lieber. Ach, wurde von dem Pinsir befallen. Der Käferbefall. Kokowai schüttelt sich munter, seinen Kopf. Es ist offenbar froh, dass sein Pinsir losgeworden ist. Das hat es damit auf sich. Oh, auch eine schöne Neuerung. Für Kokowai Island. Müssen wir jetzt die ganzen Bäume hier befreien. Das nächste. Das ist das Palmfrucht-Pokémon Kokowai. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Pin! Ja, Pinsir, verstehe. Pinsir. Können wir es einfach fliegen lassen oder müssen wir es mal Platz walzen? Komm, das walzen wir Platz, das eine machen wir alle. Auch zum Grunde des Trainings. Einmal trainieren anhand des Pinsirs. Und die Kraft ist sehr effektiv, das dürfte doch was bringen. Ja, kann sich sehen lassen. Pinsir ist auch nicht gerade der Schwächste, also aufpassen. Mann, die Kraft ist eine ordentliche Attacke. Unendlich, unendlich. So, noch einmal eingesetzt. Alle guten Dinge sind drei. Und dann war es das um das Pinsir. Dann ist das Kokowai auch wieder in Frieden. Kann es weiter in Frieden wachsen. Kokowai schüttelt munter seinen Kopf. Es ist offenbar froh, dass es pensierlos ist. Joa, so viel dazu. Und das dritte, das ist auch noch etwas unruhig. Dann befreien wir das dritte von seiner Qual. Es ist das Palmfrucht-Pokémon Kokowai. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Es schwenkt sehr, sehr qualvoll seinen Kopf. Seinen langen Hals. Pinsieren! Allerdings ein Pinsir. Das lassen wir jetzt einfach fliehen. Ich hoffe, es kommt nicht zurück und setzt sich nochmal in den Baum. Sehr tragisch. Wenn wir es erst töten müssen, damit es sich nicht nochmal setzt. Naja, hoffe ich mal nicht. So, Flucht. Du bist entkommen. Nicht gut. Kokowai schüttelt Mutter seinen Kopf. Es ist offenbar froh, dass Pinsir los ist. Toll, haben wir alle drei gerettet. Ist jetzt alles wieder ruhig. Die scheinen mir dankbar zu sein. Toll, toll. Gibt's eine kleine Belohnung oder was? Ne, nicht. Sind sie verschwunden oder was? Da sind sie. Ihr seid riesig groß. Wir leben jetzt in Frieden wieder auf der Insel. Das ist auch gut. Ich wollte gerade sagen, ihr seid so groß, ihr könnt mich da mal hochbringen. Oh, das ist doch schön. Der Hals als Leiter. Schön. Auch mal zu was gut. Was? Ist auch mal zerstört hier. Oh, ich sehe was, was ihr nicht seht. In Sternstaub, ein verstecktes Item. Okay, da kann man auch nur runter. Zack. Oder auch nicht. Herrschersticker. Ein Herrschersticker auf Bayerisch. Herrschersticker. Nimm mal das Kokowai hoch und wieder runter den Hals. Und da haben wir schon das Podium. Das greifen wir uns. Dann greifen wir uns die Flöte. Und schnell wieder zurück nach Pony. Auf dem altertümlichen Sockel liegt eine Flöte. Willst du die Flöte nehmen? Aber klar doch. Du hast die Mondflöte erhalten. Und die hat jetzt die Sonnenflöte. Schön. Können wir gemeinsam spielen. Von Mond und Sonne. Oh, und da kommt die Sonne wieder. Als ob die Mondflöte für den Regen gesorgt hat. Vor allem für den Regen. Ein Regenbogen. Da sind wir wieder zurück in Pony. Das ging ja schnell. Willkommen zurück, Zwergenfee. Und das Bild gemalt, oder was? Jetzt wollt ihr sicher auf dem Podium die Flöten spielen. Das Podium befindet sich
im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Pokémon können dich wirklich gut leiden. Das bedeutet, dass du als Trainer echt was drauf hast. Das Penipa hat auch was drauf. Den Carpador-Boot, das ist auch nicht. Ist auch nicht schlecht. Mazurika, hat die noch was zu sagen? Jetzt wollt ihr sicher auf dem Podium die Flöten spielen. Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Ja, dann mal ab ins hinterste Eckchen von Pony. Ah, jetzt sieht es auch wieder Tag aus und es ist auch wieder heller und es regnet nicht mehr. Auf Pony auch schön. Pokémon Team heilen? Ja, Dragon ist verletzt worden. So, Team wieder geheilt. Kann es Richtung Podium aufgehen. Es ist ein langer, beschwerlicher Weg, also wir werden ein Weilchen brauchen, aber ja, machen wir's. Ach, vielleicht kann ich da noch durch, oder? Nein, kann ich nicht. Hätte ja sein können, dass man das auch noch zerstören könnte. Ja, auf zum Podium, auf durch Pony, durch die Wildnis. Ja, und dann mal voran. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo es lang geht. Ja, hier entlang, da waren wir, glaube ich, schon mal. Nicht nur glaube ich, sondern da waren wir sehr wahrscheinlich schon mal. Ein Iskanar wird herbeigerufen. Wir müssen dahin, wo wir schon mal gerade ausgegangen sind. Dort müssen wir jetzt links abbiegen. Ja, eine sehr genaue, präzise Wegbeschreibung, ich weiß. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Wir waren schon dort. Ihr werdet auch Aha schreien, wenn ihr was seht. Ja, sagt ihr jetzt wahrscheinlich schon, ja, das Tor hier, da waren wir schon vor nicht allzu langer Zeit. Genauer gesagt, am letzten Part waren wir hier. Da sind wir hier ins Lanke gegangen. Heute müssen wir mal hier hoch. Nicht geradeaus, sondern links abbiegen. Ja, da geht's weiter. Und da sehe ich schon was. Team Skull! Team Skull lauert auf. Da sperrt den Weg. Was wollt ihr von Team Skull denn alle hier? Was wollt ihr von Team Skull denn alle hier? Wir haben hier auf euch gewartet, yo! Jemand von der Elder Foundation hat uns das nämlich was gesteckt. Wollt ihr nicht eine Untrafung öffnen, um unsere Boss-Brome zu retten? Mal sehen, ob du überhaupt genug ach, mein Englisch ist so scheiße. Ich kann es nicht aussprechen. Wie auch immer, genug bist, um Bromel zu retten. Ah, ein Kampf. Das dauert aber ein bisschen. Es dauert ein bisschen, bis der Bildschirm lädt. Das ist die Ladezeiten hier sind katastrophal. Das dauert aber ein Weilchen. Das hat wirklich eine Verzögerung. Meine Güte. Ein Pokémon. Ein Dragon. Ein volles Team voller starker Pokémon gegen einen Rattan. Naja, Dragon wird es schon alleine hinkriegen. Knirscher wird reichen. Hoffe ich zumindest. Und da habe ich mich wohl geirrt. Aber ich werde es trotzdem irgendwie hinkriegen. Ich werde einen Rattan doch besiegen können. So schwer wird das wohl nicht sein. Ein kleines Team Skull-Rettern zu besiegen. Dann setzen wir noch einmal die wahnsinnig schöne Attacke Antikkraft ein. Klingt ein bisschen ironisch, aber nein, die ist wirklich hübsch, die Attacke. Okay, der Rettern, der das Rettern, beziehungsweise auch die Rettern, weil das Weibchen. Also entweder das Rettern oder die Rettern, der Rettern geht hier nicht wirklich. Aber das Rettern, das wuselt so ein bisschen vor sich hin und ja, greift nicht wirklich an. Mir ist noch nichts passiert in diesem Kampf. Ja, auf jeden Fall bringt ihn sehr viel da mit seinen Defensivattacken rumzuwuseln. Ja, ist halt ziemlich geil. Was habe ich erwartet? Diese Schmerzen, sogar mein Herz tut weh. Zwingfee gewinnt 1440 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Skull Rüpel hervor.
Da haben wir den Rüpel, der sich zu der Sache äußert. Oder was? Deine Stärke spüre ich bis in die Knochen. Oh, da sehe ich es auch schon dran. Und unsere gesamte Riege an Punkten kriegst du jetzt auch noch ab. Wir geben 500%, wenn wir Bromley damit retten können. Okay. Ich verstehe nicht ganz, warum die kämpfen. Wollen die mich jetzt davon abhalten, dass ich ihren Boss rette, den Bromley aus der Ultraphase hole? Oder was genau ist jetzt deren Ziel? Ich habe es nicht ganz geschnallt. Haben sie es mir vielleicht erzählt und ich habe es nicht ganz angekommen, aber ja, irgendwie, ja. Haben irgendwie mitgekriegt, dass ich Bromley retten will, aber jetzt kämpfen die gegen mich, damit sie mich aufhalten. Macht Sinn. Okay. Dann setzen wir nochmal die Set-Attacke rein, damit es schön episch aussieht. Ein großes Loch des Grauens. Oder wie hieß die Attacke? Ist eigentlich fast nicht nötig bei einem Team Skill. Schwarzes Loch des Grauens. Ein großes Loch. Ach du großes Loch bei Halle. Das hat meine Großmutter mal gesagt. Ja. Ja, und es hat es trotzdem ausgehalten. Niemand, das hat es ausgehalten. So schaut's aus. So einmal knirsche reinsetzen, dann ist jemand das Game Over. Jemand das besiegt. Ja. War nicht so schwer. Eine kleine Set-Attacke. Und dann noch eine Attacke oben drauf und dann haben wir's. Ja, ich möchte natürlich weiterkämpfen. Was? Halt, warte. Er hat 5 Pokémon. Stimmt, hat er angesagt. Ja, scheiße. Ich dachte, er hätte wie immer nur ein Pokémon im Team. Naja, kriegen wir auch hin. Wird ja jetzt nicht großartig das Problem sein. Daran wird es ja jetzt nicht scheitern. 4 weitere Team Sky Pokémon zu besiegen. Ja, so ernst kann das nicht werden. Es ist ja noch nicht mal Bormley oder Fran, es sind einfach nur Skull-Rüpel-Pokémon. Und 2 von 5 haben wir schon. Da waren es nur noch, wer gut rechnen kann. Oder wer halt schlecht rechnen kann, das reicht auch schon aus. Der kriegt, oder wer einfach auf den Bildschirm guckt, der sieht, dass wir nur noch 3 Pokémon haben. Und das macht es nach Adam Riese 3. So, gleich nur noch 2. Na komm, Radikal, den kriegen wir auch klein. Ist zwar schon klein, aber den kriegen wir noch kleiner. Ja, dauert ein bisschen länger eventuell. Der ist ein bisschen zäher. Eventuell brauchen wir noch ein zweites Team-Pokémon. Aber Dragon hat sich bisher sehr gut geschlagen. Oha, Antikraft ist alle. Ja, müssen wir Knirscher weiter einsetzen oder was? Dann haben wir da noch andere mehr oder weniger gute Attacken. Egal, Dragon wurde besiegt. Dann nehmen wir das nächste Teammitglied. Das da wäre Dave. Der steht am nächsten Spitze des Teams. Am nächsten Punkt. So, dann zeig ich mal, was du kannst, Dave. Du bist mein zweitschwächstes Pokémon aktuell. So habe ich die nicht gesetzt, dass die so trainiert werden können. Ah, okay. Rückstoßschaden, so radikal besiegt. Haben einen radikalen Gegenschlag gemacht gegen Team Skull. Da waren es nur noch 2. Und der vierte, dieses war der dritte Streich und der vierte folgt zugleich. Ja. Och, Gyarados kann Knirscher. Also weiterhin Knirscher einsetzen oder was? Okay, eine Giftblume. Oh, Dave ist auch schon heftig. Die Schade drohen. Einmal Biss. Das geht nämlich auch. So, Garstella. Die gilt es zu besiegen. Was können wir denn mit Drachenwut anrichten? Ja. Mittelmäßiges. Dave wurde besiegt. Oh nein. Dann das nächste Pokémon. Lenny. Der sich niemals zu Gengar entwickeln wird. Weil ich keinen Tauschpartner habe. Und das auch generell, wie ich es sehe, nicht möglich ist, 2 Pokémon Ultramond. Also Tausch zu anderen Sachen ist hier, glaube ich, eher weniger möglich.
Ich habe mir in letzter Zeit mal überlegt, ob ich mir mal die Puckebank mal kaufe. Ich weiß nicht, wie viel die kostet, wie viel der Preis da ist. Aber ich hätte so gerne mal, weil ich es ja auch schon Lenny genannt habe, hätte ich so gerne mal das liebe Lenny auch mal als Gengar im Team. Das hätte ich schon gerne. Vielleicht werde ich es ja mal aufs Spiel machen, wenn ich mal wieder Geld auf dem 3DS habe, das mal wieder aufgeladen habe. Vielleicht kaufe ich es mir dann mal. Mal gucken. Ich gucke mal heute im E-Shop nach, direkt nach dieser Aufnahme, werde ich mal recherchieren, wie viel das Ding kostet. Und dann, ja, gucken, ob es sich lohnt. Pokémon Bank. Ja, also für das einmal, das eine Mal tauschen. Ich weiß nicht. Mal schauen, wie der Preis ist. Also, vielleicht ist es ja nicht allzu teuer. Ihr müsst es mir auch gar nicht in die Kommentare schreiben, weil wie gesagt, ich recherchiere es nach diesem Part. Es ist komplett überflüssig, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ja, könnt ihr höchstens mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es besitzt, ob ihr die Pokebank besitzt, ob ihr das nutzt und ja, wie effektiv das ist, um in Pokémon-Sprache zu reden. Lohnt sich das, sich das anzuschaffen? Ist es das Preis? Ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das, ja, kann man sich das antun, ist das, lohnt sich der Preis? Das könnt ihr mir gerne schreiben. Da wäre ich sehr dankbar für. Wenn einer von euch das hat, kann ich mir gerne seine Erfahrungen schildern, damit ich halt weiß, ob ich mir das kaufen soll. Weil allein nur für das Gengar, da finde ich es eher schlecht als recht. Und ja, tauschen muss ich ja eigentlich nicht. Also, ja, brauche ich eigentlich keine Pokémon aus anderen Editionen, weil Let's Play ja eigentlich heißt, mit den Pokémon, die man fängt, zu hantieren. Also, ja. You know what I mean. Wenn wir 500% geben, wie viel Prozent sind das dann von deinem vollen Potenzial? Warte, ich rechne es mal kurz aus. Ich habe jetzt 3 Pokémon im Kampf gehabt. 2 wurden besiegt. 1 wurde leicht angeknackst. Das heißt, wenn das Lenificate jetzt noch in Game Over gegangen wäre, wäre es 50%, also ein bisschen unter 50%. So. Vielleicht 45% war das jetzt von meinem Ende. Das heißt, wenn ihr 500% gegeben habt, dann war das jetzt, ja, dann gebe ich jetzt 1000 irgendwas Prozent. Habe ich jetzt 1000% gegeben. Das macht absolut keinen Sinn. Für Team Sky vielleicht, aber das macht keinen Sinn. 500% allein macht schon keinen Sinn. Das ist einfach, ja. Das ist 100%, versteht ihr? 100% ist Maximum. 5-mal Maximum, das gilt ja gar nicht. Ich habe verloren. Also werde ich sagen, bitte rette Bromley. Ihr Rohrschädel. Warum steht ihr euch ihnen in den Weg? Und ihr wisst, dass sie die vorhaben, den Boss zu retten. Franz sitzt da rum und hat die ganze Zeit zugeguckt und nichts getan. Ja, als ob. Und du, Lilly? Bist du wirklich bereit für das, was du vorhast? Eigentlich sollte ich mich für all die Dinge, die ich dir angetan habe, entschuldigen. Auch wenn ich ja eigentlich nur die Befehle der Präsidentin ausgeführt habe. Aber ich denke, für so eine Entschuldigung, es ist jetzt wohl zu spät. Die Sache mit Bromley ist die... Er mag die Präsidentin. Er mag sie wirklich. Sie ist die einzige Erwachsene, die ihn schätzt und auch ernst nimmt. Sie ist... Mutter ist so starrsinnig. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt, allen im Alleingang zum Glück zu verhelfen. Aber man muss einander helfen.
Das habe ich hier in Hanona gelernt. Ich werde dafür sorgen, dass auch Mutter sich dieser Lektion zu Herzen nimmt. Und Bromley können wir dabei auch noch retten. Ach, Kindchen, irgendwas an dir erinnert mich an die Präsidentin. Irgendwas tief in dir drin. Der Init euch zwar charakterisch überhaupt nichts, aber die Leidenschaft, die in dir brennt, ist diese Liebe. Zwergfee, Lilly, ich weiß, ihr müsst das eigentlich gar nichts tun. Aber ich bitte euch, ein Auge zuzudrücken und Bromley für uns die Haut zu retten. Aber gern doch. Mach ich doch. Dieser Dummkopf, ich würde wetten, dass er sich dessen nicht einmal selbstbewusst ist, aber Alun liegt ihm mehr am Herzen, als er sich eingestehen will. Deshalb versucht er auch so verzweifelt, die Region zu retten. Hier, der Setkristall des Typs Gift. Vielleicht kannst du ihn ja gebrauchen. Ich rette hier jeden und alle. Auch Team Skulls, Oberhaupt und Boss. Hier wird jeder Einzelne gerettet. Das ist Gleichberechtigung hier. Das wird durchgezogen. Ist so. Toxium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Dass ich euch den Z-Kristall überlasse, kann man doch auch als Beispiel für dieses Einanderhelfen sehen. Übrigens, Zwangfee, den Stein, aus dem dein Z-Kraftring gemacht ist, hast du von Capricci persönlich bekommen, oder? Gib auf jeden Fall gut darauf Acht. Ohne Pokémon gäbe es keinen Trainer. Vergiss das nie, sonst ziehst du dir den Zorn der Capo zu. Wobei ich mir da bei dir keine Sorgen mache. Zeit zu gehen. Ja, ein ehrlicher Dialog mit Fran. Auch ein großes Tier in Team Skull. Selbst Team Skull hat so seine Probleme. Danke übrigens, dass du mir immer zur Seite stehst, Zwangfee. Dafür heile ich mal deinen Pokémon und dein Team. Lass uns keine Zeit verschwenden, Zwangfee. Auf zum Podium. Zum Canyon von Pony. Geht es dort entlang? Es ist das dort am Canyon von Pony. Eine schwere Prüfung auf uns wartet. Also, ja. Pokémon Sonne war sie etwas schwer. Canyon von Pony. Der Weg zum Podium. Ja, und dieser Weg wird in der Tat kein leichter sein. Denn er ist steinig und schwer. Ja. Um mal wieder das Lied zu zitieren. Und da gibt's einen Pokéball. Und einen Herrschaftsticker, an den ich nicht rankomme. Wie komme ich an den ran? Da gibt's doch bestimmt einen Weg hin. Zu dem Herrschaftsticker. Komm, den will ich jetzt haben, den Herrschaftsticker. Den greife ich mir, den hole ich mir. Na. Ein großer Weg drumherum. Aber das war der Herrschaftssticker. Den nehme ich mit. Insgesamt 65 Herrschaftssticker. Joa. Da wollen wir hier alle einsammeln. Schön alle mitnehmen. Und da gibt es einen Pokéball, den holen wir uns auch noch. Schnell durchs hohe Gras. Ah, noch ein wildes Pokémon. Hier die Story, aber was soll's. Man muss ja auch alles, was am Weg liegt, einsammeln. Kann man nicht einfach hinter sich lassen und ignorieren. Auch bemerkt, ja, habe ich dann beim Schnitt, also im Schnitt, im Schneiden bemerkt. Ich habe auch auf Pony dort im Dorf des Seevolks, in dieser Matsurika, da waren wir mal bei der Leinwand, sind wir vorbeigeschlürft. Da haben wir glatt einen Herrschaftssticker so übersehen. Da habe ich mich wieder meine Zunge wieder verknotet. Ja. Komfort. Ja. Und da haben wir auch noch einen Sticker. Nein, das ist kein Sticker. Das ist ein Pokémon, der schillert zwar ein bisschen, aber ist kein. Ah, da müssen wir über den schwarzen Strand. Ach ja, wir müssen ja jetzt hier nicht alles abgrasen. Ja. Können wir auch später nochmal hier vorbeikommen. Wir werden hier nochmal lang gehen. Ja, gehen wir weiter voran, immer weiter auf der Himmelsleiter Richtung Podium, wie schon gesagt wurde. Wir haben was zu erledigen, wir haben ein legendäres Pokémon zu fangen, dem Wölkchen zu retten. Auf geht's!
der Tenien von Pony. So sieht's aus. Tenien von Pony. Na, wartet schon hinten wer auf uns. Ja, in der Tat. Die gerade berichtete Prüfung wartet auf uns. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, aber mein Team ist gut. Komm, wir schaffen das. Wir haben schon bisher jede andere Prüfung geschafft. Auf geht's, Giovannimo! Oh, auf geht's. Ah, da kommt Lilly hinterher. Großartig. Können wir starten. Prüfung, ich komme. Ist alles glatt gegangen? Ich musste mir von Zwergenvieh wieder aus allerlei Schwierigkeiten heraushelfen lassen. Ach, das ist doch nicht schlimm, Lilly. Mein Großvater hat es schon immer gesagt, ohne gegenseitige Hilfe kommt man nicht weit im Leben. Als Mensch kommt man nicht weit im Leben. Als Mensch nicht und auch nicht als Pokémon. Dann gibt ihr recht. Dass Lilly so strahlend lächeln kann, verdanken wir deiner Gutherzigkeit, Zwergenvieh. Einen Moment, bitte. Ach, die schon wieder. Müssen wir die schon wieder synchronisieren. Die springen schon wieder den Plan. Naja, auf geht's. Dialog mit Sioania und Mirin. Die Ultraforscher mischen sich ein. Ihr meistert die vor euch liegende Prüfung aus eigener Kraft. Wir möchten die Lösung unserer Probleme ebenfalls selbst in die Hand nehmen, anstatt auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Da wir gelernt haben, Pokémon-Kämpfe zu bestreiten, sollten wir uns auch selbst um die Angelegenheit mit Necrozma kümmern können. Wenn Mirin stark genug ist, sollte es klappen. Stark genug, dich im Kampf zu besiegen.